Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich sehr, dass ihr am Start seid. Ich freue mich auch, dass ich mal hier wieder am Start bin. Ich hoffe, ihr zumindest habt gut geschlafen. Bei mir war es ein bisschen schwieriger. Warum das zum Teil so war, kann ich nachher auch noch sagen. Heute müssen wir nämlich, ihr habt das Titel, beziehungsweise den Titel oder das Thumbnail schon gesehen, wir müssen reden so ein bisschen. Das heißt, ich habe so ein paar Dinge, die ich mit euch besprechen möchte, deswegen haben wir auch das Redesetup jetzt hier am Start. Ja, auch ganz serious hier ohne Tanktop. Wie sieht's aus? Im Prinzip, ich habe seit letzten Samstag nichts mehr hochgeladen. Warum ist das so? Was ist da passiert? Was ist da los? Und warum dieser Titel? Im Prinzip wollte ich letzten Samstag, ja, ich hatte während des Streams, wollte ich mein Video veröffentlichen und sagen, ja, hier, dann stellt man natürlich alles ein, macht das Bild rein, macht eine Beschreibung rein, macht noch einen Titel und dann natürlich die Monetarisierung. Ja, man haut irgendwo, je nachdem, was es für ein Video ist, nochmal eine Werbung mit rein. Und ja, ich wollte dann auch während des Streams das machen und auf einmal ist so dieser Reiter, ja, es heißt Reiter für Monetarisierung, der ist einfach weg, der ist gar nicht da. Ja, das war ziemlich scheiße, muss ich sagen. Und ich habe mich natürlich gefragt, was ist da los? Ist das ein Bug? Ist das jetzt neu? Ne, ab und zu ändern sich auch auf YouTube irgendwelche Overlays und dann sind Sachen woanders. Ich dachte so, im ersten Mal habe ich mir eher gedacht, ja, ne? Dann bin ich mal auf meinem zweiten Account gegangen, den es ja noch gibt, ja, und da muss ich sagen, ging das alles mit der Monetarisierung und da war ich auch schon leicht verwirrt, ja. Also es ging, also ich konnte ein Video hochladen, beziehungsweise es war hochgeladen und ich konnte es auch veröffentlichen. Ich konnte aber keine Monetarisierung reinmachen und das hat mich doch sehr verwundert. Was dann im Prinzip passiert ist, ich bin dann natürlich, du kannst auf deine Channel-Übersicht gehen und da stand dann irgendwo, hey, dein Channel hat keine Monetarisierung mehr. Ist raus. Tobi, du bist raus. Oder zumindest deine Monetarisierung ist raus. Und dann kann man da so ein bisschen weiter gucken, warum das der Fall ist. Und dann stand da ein Grund. Deine Monetarisierung wurde rausgenommen, weil, Achtung, jetzt geht's los, du falsche Tags. Ja, Tags sind diese Sachen, diese Mini-Begriffe. Wenn man zum Beispiel etwas sucht, ne, wenn man zum Beispiel mich sucht, könnte man sagen, Let's GQ, Streamer, Twitch, Blond, Hafensänger. Madness, ne, so Stichbegriffe quasi. Ich habe angeblich, also das ist so ein Sammelbegriff, falsche Tags benutzt, falsche Beschreibungen oder ich glaube falsche Thumbnails, irgendwie sowas. Diese drei Wörter oder sowas ähnliches stand da auf jeden Fall und deswegen wurde meine Monetarisierung deaktiviert. Es stand auch nicht mehr da, also das war alles, da stand auch nicht bei, welches Video jetzt speziell oder irgendwas. Ich wusste nur, dass ich erstmal für einen Monat kein Geld kriege. Ja, das heißt, der Stand bis zum 15. Januar ist die Monetarisierung deaktiviert. Danach könnte ich mich erneut bewerben dafür. Ja, ich denke mir so, ne, warum auch nicht? Klingt ja fair, ne? Für Text und Beschreibungen einfach mal einen Monat kein Geld. Klingt 100% fair. Ich war auch übel mad, muss ich sagen. Ich war sehr mad. Bin ich in letzter Zeit ein bisschen öfters. Und jetzt werde ich auch noch angerufen. Genau deswegen, Mann! Ja, weiter im Text. Die Ausgangssituation, wie ist sie? Die ist so, dass YouTube quasi gesagt hat, hey Tobi, du kriegst bis zum 15. kein Geld mehr. Ne, das ist natürlich scheiße. Aber ich habe mir gedacht, okay, ne, YouTube ist ein großes Unternehmen, Konzern, Firma, was auch immer. Nicht so eine Indie-Company wie Riot quasi. Und deswegen habe ich gedacht, ja, wenn die eine Strafe raushauen, dann brauchst du da auch nicht betteln oder Kompromisse oder irgendwie sagen, ne, dass du dich besserst und beichten und was, weiß ich, ne? Das ist dann so, ne? Das heißt, die werden da nicht irgendwie den Kürzeren ziehen, Strafe ist Strafe. Und deswegen habe ich mich da schon mit abgefunden so ein bisschen. Aber ich wollte natürlich etwas sehr, sehr Wichtiges wissen und zwar, warum wurde ich denn demonetarisiert? Zum einen sehr, sehr wichtig für mich, ne, damit man einfach überhaupt weiß, was hat man überhaupt verbrochen. Und zum anderen natürlich auch sehr, sehr wichtig, damit sowas in Zukunft nicht nochmal passiert. Denn ich wusste legit nicht, was ich gemacht habe. Ne? Wusste ich nicht, weil, außer dass ich beim Sport war und Bankdrücken und so, ne? Das wusste ich, aber ne, ich hatte keine Ahnung, was passiert war. Keine Ahnung. Deswegen habe ich mich dann erstmal sehr, sehr schnell mit dem YouTube-Chat quasi den Support unterhalten. Da schöne Grüße an Lay hier an dieser Stelle. Und habe gefragt, was los ist. Und die gute Lay hat dann auch erstmal in meinem Profil rumgeguckt und in meinem Dashboard und hat erstmal nicht so richtig was finden können. Ja? Sie hat dann gesagt, ja, kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich zu großer Oberarm, Kappa, nein, sie konnte es mir nicht sagen. Und deswegen hat sie das dann an eine interne Stelle weitergeleitet, also irgendwo. Und ja, und hat dann gesagt, hey, ich melde mich per E-Mail dann die Tage. Das ist dann auch vor kurzem passiert und da stand drin, hallo Tobias, es tut uns leid oder sowas, dass das alles passiert ist. Wir sind froh, dass du es uns gesagt hast, du kannst wieder Geld machen. Ne? Ich dachte mal so,
Also das war alles, was Legend drin stand. Da stand jetzt nicht irgendwie... Also ich weiß bis heute nicht, ob sie jetzt gesagt haben, hey, okay, Tobi, du hast so nette Sachen geschrieben, du bist so ein fluffiger Typ, dass sie gesagt haben, hey, na, das ist alles irgendwie, na, wir drücken ein Auge zu, was ich nicht glaube. Oder es war wirklich ein Fehler, was ich auch irgendwie nicht glaube, aber wahrscheinlich schon. Na, das heißt, es war irgendwie ein Fehler, dass mein Kanal auch einfach demonetarisiert wurde. Ja, das, im Prinzip muss ich sagen, ich bin froh, dass es jetzt wieder geht. Das heißt, ich kann jetzt auch mal wieder so ein bisschen Videos hochladen. Wird natürlich jetzt über die Weihnachtszeit, glaube ich, ein bisschen schwieriger werden. Ich werde versuchen, vielleicht so alle 2 Tage oder so was hochzuladen. Auf jeden Fall, ja, ich muss auch zugeben, der Titel ist ein bisschen catchy. Ich war am Überlegen, ja, ich wollte erst sagen, ich oder YouTube hat mich demonetarisiert. Ja, dann kann ich aber auch gleich so einen kompletten Roman, das Thumbnail ist dann komplett voll. Das heißt, ne, ein bisschen catchy muss ja auch immer sein. Und gebannt, ja, also ich wurde nicht, also im Prinzip wurde meine Monetarisierung schon gebannt, ne, muss man sagen. Also, ja. Ich habe aber noch andere Sachen mit euch zu bereden. Und zwar kleine, feine Sachen. Der erste oder der zweite Punkt ist, mein Auto ist kaputt, ich hatte gestern einen Unfall. Mir geht's gut. Meinem Auto leider, ich liebe mein Auto sehr, nicht so gut. Der Typ hat gesagt, Minimum 3000 Euro. Das ist ja natürlich jetzt über die Weihnachtstage, das ist natürlich jetzt auch nicht so cool. Aber ja, mir geht's gut, es ist soweit, es ist soweit. Ansonsten, was gibt's noch? Ich bin jetzt tatsächlich, ich kann das mal zeigen hier, League-Partner geworden. Ja, hier oben sieht man's, ja, habe ich auch mal irgendwann geschafft. Das bedeutet, dass ich jetzt haufenweise Skins habe. Und was aber viel wichtiger ist, ist, dass ich jetzt dann auch immer ab und zu so Koma-Skins bekomme. Und die werde ich wahrscheinlich, ich weiß noch nicht, Hälfte oder so an YouTube und Twitch verteilen. Ja, ich weiß noch nicht, vielleicht auch so 70 Twitch, 30, also Prozent 70-30, ne, Twitch-YouTube, weiß ich noch nicht genau. Mehr will ich dazu auch nicht sagen. Der nächste Punkt ist Preseason. Ja, wir wollen ja noch kurz so ein bisschen was abhaken. Preseason bei mir läuft, also ich muss sagen, League of Legends ist gerade echt schwierig für mich. Ich meine, es ist halt nur die Preseason, aber es nagt wirklich am Spielspaß, denn meine History ist eine komplette Katastrophe, Leute. Guckt euch das an. Also, klar, da sind so ein paar Wins dazwischen, wobei man sagen muss, das sind Normal Games, was es noch trauriger macht. Und ja, also, ich weiß nicht, also es liegt bestimmt auch an mir. Ich spiele mittlerweile bestimmt ein bisschen schlechter und man sieht auch, ich spiele jede Runde was anderes, was definitiv nicht gut ist. Aber ich habe auch sehr, sehr oft Leute dabei, die einfach komplett durchhinten. Ja, wir können ja mal, ich weiß nicht, ob wir hier irgendwo gucken können. Ich weiß nicht, diese Runde war, ich glaube, die war sogar noch eine der besseren. Da war ich noch ziemlich gut dabei. Aber er war 1-7, genau. Also ich hatte gefühlt jede Runde irgendwie so eine Lane, die komplett einfach reingeintet hat. Hier hatten wir, die haben wir alle geintet, muss man fairerweise sagen. Hier, 1-9 Akali. Also es war immer wieder ein Game dabei, wo einer komplett durchgeintet hat. Hier hatten wir 1-9 Olaf. Also ich bin aber fair und es liegt auch an mir. Ich spiele mit Sicherheit mittlerweile gerade auch nicht so gut, aber die Preseason so für mich ist gerade nicht so geil. Ich denke, ich werde demnächst mal wieder ein bisschen mehr Vladimir auspacken und vielleicht wird das dann auch was. Na, sehen wir dann. Welchen Punkt haben wir noch? Und zwar, ja, Sport. Ich mache ganz gerne immer noch Sport. Mir geht es sehr, sehr gut. Ich komme ultra... Also, Pech in League, Glück im Sport, muss man sagen. Also, Sport klappt gerade richtig gut. Ich poste auch ab und zu Bilder auf Instagram. Ich versuche nicht immer nur Sportbilder auf Instagram zu posten, aber ja, ist halt, ne? Macht mir auf jeden Fall richtig Bock. Und das Letzte, was ich noch zu sagen habe, ist, dass mich einige Leute gefragt haben, ob ich für Weihnachten vielleicht ein Postfach machen kann. Also es haben mich tatsächlich einige gefragt. Und ich werde ein Postfach einrichten, allerdings wird das wahrscheinlich erst zum 30. sein. Das heißt, es sind dann so gesehen keine Weihnachtsgeschenke, sondern vielleicht Neujahrsgeschenke. Für die Leute, die mir wirklich was schicken wollen, also ein paar haben sich gemeldet, werde ich mich auf jeden Fall dazu nochmal äußern und das irgendwo posten oder nochmal sagen. Für die Leute, die es wirklich interessiert und mir irgendwas schicken wollen, bin ich natürlich auch sehr, sehr glücklich drüber, selbst wenn es nur ein Brief oder irgendwas ist. Ne, also es muss ja nichts Wertmäßiges sein. Ne, ich weiß, dass mal, ich muss sagen, vielleicht hört die Person das, mir hat irgendjemand mal so ein, weiß ich nicht, der war 14 Jahre oder so, hat mir eine 10 Euro RP-Karte geschickt. Und ich denke mir einfach so, einfach ein freaking absoluter Ehrenmann, ja. Ich meine, 10 Euro für mich ist nicht so viel. 10 Euro für einen 14-Jährigen und dann auch noch RP, wo du ja alle möglichen Skins haben willst, ist halt ein Vermögen und er schenkt es mir einfach. Das fand ich einfach wirklich absoluter Ehrenmann. Ja, falls er das vielleicht hört, weiß er wahrscheinlich Bescheid. Das war's soweit. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt einen schönen Tag. Und ja, ich würde sagen, ansonsten sehen wir uns morgen hoffentlich im Stream, wenn ich ordentlich schlafen kann. Das war nämlich heute Nacht nicht ganz so einfach.
Dann würde ich nämlich sagen, so circa 9 Uhr. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr am Start seid und sage dann bis auf Wiedersehen. Goodbye.